Hallihallo, liebe Freunde, heute wieder hier im geschmeidigen Bausimulator mit dem Erdkräfter 27, dem Snoopy und. Den Mistkäfer. Ja, Genau. wir haben letzte Folge hier diesen super Schwertransport hier fertig gemacht mit diesem super, super, super riesen Generator. Naja, Ja. so groß war jetzt auch nicht, hätte auf dem Bridgemark auch So drauf schwer aber gepasst. auch nicht. Hätten wir auf dem Bridgemark auch drauf bekommen. Genau. Ja, das stimmt natürlich auch, aber wir haben das ja offiziell ordentlich jetzt Den alles hätte ich gemacht. bei meinem Mini auf dem Dach geschnürt, ey. Ja, das muss man jetzt immer mal sagen. Ja, auf jeden Fall haben wir uns jetzt einen nächsten Auftrag wieder geschnappt und den schauen wir uns jetzt an. Genau. Ja, ich würde sagen, zweimal LKW. Oder? Ist das der gleiche wie vorhin? Ja. Quasi gleicher Aufbau. Also fast gleich. Ja. Nee, das ist viel mehr gießen. Nein, ist gleich gießen. Nee, Brauchst noch 8, keine 9, Fertigwände. 10 ist zum Gießen. Ja, trotzdem. Drei Brauchst ja keine Abschnitte gießen. Fertigwände. Ja. Sonst ist gleich. Okay. Also. Da haben wir schon wieder gießen. Oh Gott. Das ist ein kleiner Pritschenwagen, dort. Nämlich den kleinen und den kleinen Anhänger, den großen Hat doch und. keiner. Ja, nimm den Links-LKW da. Den LKW mit den da. Ein Kran? Ja, nee. Den Autokran nehmen wir immer und dann den Sattelaufleger. Wo du Ach die so. Fertigwände transportiert hast. Da passt mal einiges mehr drauf. Ja, in Sattelauflieger ist es schon da. Ja. Man braucht ja nur rein und dann Autokran und dann geht das Ganze hier los. Dann nehme ich den zweiten und den dann auf den Autokran noch. Jetzt die Ja, Frage. dann nehme ich einen Autokran gleich mit. Bin ich gleich, oder? Gut. Hat denn jemand Einkaufsliste oder muss ich wieder? Musste Einen echt. hat jeder. Also wir brauchen das Ganze, was mache ich circa nur ab, dann kann ich einkaufen. Ne, wir brauchen noch 20 kuppige Erde. Sonst dreimal das Ganze. Gut. Kannst du eigentlich gleich hier mit dem Muldenkipper hin platzen. Hier erstmal einkaufen. Ja, sparen die ganzen Rohstoffe. So, einmal zum Und wir Rohstoff. brauchen noch. So. Einkaufen. 29.000. Deine Aktion Hey. war erfolgreich. So, das Ganze bitte dann einmal zur Baustelle. Das wäre dann alles. Einfach mal shoppen. So. Da hole ich noch Erde. Wenn ich das Ganze so schimmern. Snoopy wird aufladen, der kann das. Ja. Ich suche gerade bloß den Baustoffhändler. Ja, der ist gleich um die Ecke. So, wie fährt wer sonst vorhin? Ja, ich bin schon auf dem Weg zur Baustelle gewesen. Kurz, dass ich das angeklickt habe, Baustoffhändler. Eigenartig. Eigenartig. Oh. Eigentlich nicht. Macht alles, was es will hier. Snoopy wird Dings, hat er gesagt. Gut, dann werde ich mit Beton schon mal hinfahren. Du bleibst stehen, ich hab Vorfahrt. Ich hole er, warte. Ja, dann fahren wir noch mit dem Putschenwagen mit diesem Betonkübel hin. Dann brauchen wir noch Ja, die stimmt. Betonmischmaschine hier drüben. Kann man auch Ja, dann ja. einfach Mache ich alle mit, ja. Fahrzeuge hin und fertig. Alles Einmal alles umgesetzt. hin. Ja, das und das und das und das und das. Mach mal alles hin. Erstmal alles hin. Genau. Alles vorbereiten. Haben wir Kran? Kran haben wir ja auch, oder? Haben wir Kranplatz? Mal gleich sehen, ich bin Mal. hier gleich drüben bald. Ja, ist Kranplatz. Sie ist auch auf der Karte. Ja, das schaue ich nicht so genau. Und ich habe ja auch einen Anhänger dran. Ja. Kann ich mit dem noch Schönes machen? Wir fährten weiß, du. Ja. Okay. Haben wir es gerade gekreuzt. Hab's gemerkt.
Weiße Typ. I see you on the Karte und. On the card. Ja. So. So. Also, dann brauchen wir noch Betonbombe und Dings. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So viel Platz haben wir wahrscheinlich gar nicht auf der Baustelle. Wirklich zu eng? Weiß ich nicht. Noch bin ich nicht drüben, aber ich meine ja. So. Der ist hier. Das ist der gleiche, wieder gleiche Art, wo wir schon waren. Der Neubaugebiet heute schon. So. Dann ist er da, dann den Kran hier hin. Nee, ist nicht der gleiche. Wie sie anders. Ja, ein bisschen anders. Wir brauchen keine Fertigwände und dafür halt Erde. Ja. So, Kran ist geliefert. Na doch, ist gleich. Auch wieder mit 4 Säulen und. Ja, das ist halt gleich. Wie gesagt, vom Kaufen ist es gleich. Nur halt nicht so ja. Viel, nur dreimal alles. Der gleiche halt Grundstück ist das auch. Abwasserrohre und. Ich glaube halt, dass das gleiche Grundstück ist, weiß ich gar nicht. Ja, ein gleiches Grundstück ist, ne? Was, in der Straße? Alles ein bisschen nebeneinander, aber da in der Nähe halt. Ja. Gut, dann. Beton hat er Snoopy früher geholt, gell? Nee, hat er nicht geholt. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Kannst du mal nachschauen. Ah, Gott. Snoopy, warst du nicht Beton holen? Vielleicht, wie viel haben wir denn noch? 15%. Ja, muss ich Beton holen fahren. Wenn Snoopy das nicht gemacht hat. Ich wundere nicht, ich hole hier gerade nur, ja. Geld. 12.000 Erde. Ja. 25 Kubik kann ich transportieren. Ja, du musst ja nicht dafür mitnehmen. Doch, wir brauchen 20. Ah, okay. Und du weißt, wie es ist. Ja, ja. 4 Kubik brauchst, 4 Kubik Hammer und 3-mal musst fahren. Na, 2-mal. Weil immer noch ein bisschen fehlt. Ja, voll komisch. Voll komisch. War noch einmal, wo du dreimal fahren musstest, wo wir 8 Kubik gebraucht haben. Ja. Voll der Topfen. Ach Gott, ach Gott, Gott. Na, ja, ist ja nicht sehr entspannt hier alles. Deswegen, wenigstens darf Snoopy jetzt aufladen. Strafarbeit. Für dass er kein Beton geholt hat. Die ich alles machen muss jetzt. Wenigstens sehen wir uns dann. Oh, das hatte ich gedacht, dass wir so schnell sehen. Genau, ja. Du schaust aus. Dann haben wir das. So. Jede Menge Beton. Je mehr Beton, Ehre, Sachen, Leute, es geht hier zur Sache. Stimmt, früher haben wir keine Erde gebraucht. Habe ich gerade eben gesagt. Ja, das habe ich. Hört der Typ zu? Er hört nicht zu. Nein, warum sollte ich? Er ist ein Mann. Was will ich erwarten? Eben. Ich bin doch keine Frau. Hey, wohin denn? So, einmal vollfüllen mit dem Beton. Wer bezahlt dir das? Du selbst? Oder was denkst du? Wenn wir jetzt verarschen, jetzt ist wir. Hä? Bin ich blöd oder blöd? Wieso? Es waren gerade wieder 90% drin. Hab ich zuvor nicht gesehen, oder? Ah, okay. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich bin dumm. Warum? Ich habe die KMH-Anzeige grünen Balken mit den anderen grünen Balken verwechselt. Scheint so. Und dann sagst du, Snoopy, er hat Mist gebaut. Ja. Meine Güte, ist doch nur Snoopy. So wie du hast keinen Mist gebaut. Er ist einfach nur dämlich.
muss dich um die Arbeiter kümmern. Nein, ich nehme euch den Lohn keine weg. Tiere. Gebe euch kein Essen. Ist er nicht hierbei bei Snoopy aus. Und das muss genügen. Eigentlich sollte er alles haben, was er braucht. Er hat einen LKW, zwei LKW, einen Kran und jede Menge Ressourcen. Bahn hat er zwei LKWs. Muss man ja auch mal dazu sagen. Eben, wir haben immer nur einen gehabt. Wir haben immer nur einen gehabt. Wir mussten schlichten, so wie du hast genug Platz. Genau. Okay, wir sind auch mit zwei gefahren beim letzten. Das muss man jetzt gar nicht sagen. Und vor allem mussten wir dann mal mehr mitnehmen. Ja. Und wir haben jetzt relativ viel an Fahrzeugen ausgegeben. Putschwagen mit Kran und Betonpumpe. War erstmal Betonpumpe noch? Ja, ich habe halt jetzt alles auf einmal mal gekauft. Ich habe nur vorhin gezählt, ja, wie viel mal alles. Ach Gott, Gott. Eingekauft. Müsste alles passen. Wenn nicht, ich schuld. Wieder ein Kampf. Alles abladen. So, das Schild haben wir. Das Schild haben wir mitgenommen. Das Schild. So, die Ampel ist gelb. Das heißt, wir dürfen fahren. Sascha darf bei gelb fahren. Merkt euch das. Ja. Und bei grün darf man auch fahren. Sprich, man darf über den Rasen fahren. Das ist die ultimative Aussage. Der Rasen war grün. Ich rot. Ach Gott, die Ampel, die stand schon immer im Weg. Oder besser sagt das Schild so. Schild vor der Ampel. Oh, ich muss in den Bordell geraten. Achso, ja, der ist jetzt natürlich schon hier. Das ist auch dumm. Was? Ja, weil ich diesen Betonpumper ja noch aufladen muss. Jetzt muss ich den da mit diesem Kran von links aufladen. Vom Fahrzeug. Ja, und jetzt? Ja, wenn der Bordellkran noch da gewesen wäre am Hof, dann hätte ich mit denen aufladen können. Meinst du ein Autokran? Nein, mit diesem Portalkran. Du meinst den großen, ja. Ja. Flat-Top-Kran. Ja. Ich glaube, den nennt man auch Portalkran oder so, nennt man den ja. Keine Ahnung. Weißt du, ich kenne mich nicht aus. Ich auch nicht. Bin ich offenbar. Ich auch nicht. Ich tue nur so, als ob. Das, was ich hier mache, ist einfach nur Zwang. Wir bescheißen ja nur die Leute, dass wir es können. Wir haben uns extra seinen Namen ausgesucht, auf den wir uns dann ausreden können. Ich hab ja extra hier schon mal bei der Baustelle Schilder weggeruppt, damit wir Platz haben. Ja, ich habe auch schon mal weggeruppt. Die waren einfach im Weg. So, Stützhülse ausgefahren. War ja schon mal unser Betonding ist aus. Ja, ist eh gleich dann zu gießen. Die Rohre. Sind da gleich bald zu gießen. Nochmal nachschauen, der erste Bereich war dann zum Ausklappen, war hoch. So, und dann ab zur Baustelle. Wie sieht's bei dir aus, Nobi? Ja, die erste Reihe habe ich schon oben abgeladen, also aufgeladen und ja. Und gleich fahre ich mit dem ersten LKW. Kann dann schon gleich den ersten holen. Ja. Mal kurz schauen. Ja, Zement hast du, Dings hast du gut. Denn jeder Auftragssegment besteht aus zweimal Zement, vier Ziegeln und zweimal ISO. Ah, das kennen wir ja schon zu gut, ey. Also, dass das Ganze, dass wir auch was damit anfangen können. Ja. Hinten bin ich schon beletzt. Und zwar alles, aber. Weißt du? Weißt du, wenigstens ein bisschen was. Ja, immer mit Profis arbeiten. Nee, das wäre zu einfach. Das wäre wieder mal zu einfach. Abgesehen davon, dass wir Profis sind. Naja, das möchte ich jetzt nicht behaupten. Also Snoopy, das kann man nicht als Profi nennen. Der hat doch gar keine Ahnung, der Typ.
Keine Ahnung hat der. Keine Ahnung. Der Wesentlichste und Chronix. So. Ja, Farbe, da. Da packen wir den hier hin. Vor allem, wo du die Erde hingepackt hast. Warum? Ah, es wird kompliziert, ja. Ah, okay. Schaut mit dem LKW aus, hast du den schon da? Nee. Nee, okay. Ja, so wie habe ich ja noch kein. Oh, okay. Wie sieht's denn aus, Snobby? Ja, den könnt ihr gleich den ersten holen, hab ich doch gesagt. Ja, gleich, das heißt was? Hat ja, jetzt aber dann den letzten Ziegelstapel drauf. Ich glaube, den werden wir es in der nächsten Folge dann holen. Ja, stimmt. Wir haben schon wieder völlig überzogen, Leute. Nur das tun wir ja für euch gern. Naja. 75 Stunden, ja, dann redet man nicht mehr drüber. Aber ja. Genau. Dann würde ich sagen, bis bald. Macht's gut und tschüss. Oh, tschüss.